Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und in dieser Folge besuchen wir das Luigi's. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur nächsten Folge hier in Springfield. Und heute wollen wir natürlich die Tour machen bei Luigi. Ich lade euch ein auf eine Runde Pizza. Ja, bevor wir reingehen und alles da uns angucken, wollen wir natürlich den kleinen Rundumcheck machen, was sich bei Luigi's noch ein bisschen getan hat. Wir fangen natürlich auf der Vorderseite an. Ich habe mir noch ein paar Blumenkästen, ein paar Buschkästen hier einfach vorne hingesetzt, wie in den Folgen und auch in der Spiele-App ein bisschen zu sehen war. Ich habe mir auch gedacht, Luigi's Restaurant, da steht ja schon eine ganz schöne Zeit in der Stadt, von daher könnte man ja auch ein bisschen roten Backstein in die Wände reinhauen, dass vielleicht doch ein bisschen Putz schon runterkommt nach der Zeit. Man sollte aber nicht allzu doll damit übertreiben, denn ich denke mal, so heruntergekommen ist Luigi auch nicht. Vielleicht kann man auch noch ein Regenrohr sich an der Seite platzieren. Naja, so kleine Deko-Sachen kann man sich machen und schon sind wir auf der Rückseite von Luigi. Da habe ich mich gleich zu einer Folge bezogen. Und zwar, Luigi hatte mal in einer Folge ein Trüffelschwein. Und wenn ich euch jetzt natürlich das Bild zeige mit diesem Trüffelschwein, kommt euch natürlich alle gleich das Bild von dem Film im Kopf, ne, wo das Trüffelschwein ja auch vorkam, war ja das Spiderschwein. Ansonsten, ich hatte euch auf der Rückseite nur eine Hintertür vorgegeben. Da habe ich noch drüber so eine kleine Dekolampe gebastelt. Alles hier von der Trüffelschwein-Folge zu sehen war. Man sah auch noch so ein kleines Schild, wo stand Lieferanteneingang. Das habe ich mir natürlich hier vorne bei unserem Türchen mir ein bisschen platziert. Ich wollte erst Banners nehmen, aber das ist dann doch ein bisschen zu groß, wenn man sich das mit Banners macht. Und da habe ich hier zurückgegriffen auf Schilder, mir das Ganze hier so ein bisschen hinzuschreiben. Ne, hier wird ja darauf hingewiesen, wo die Lieferungen hin sollen. Da kann man ja so einen schönen, großen, langen Pfeil sich hier ein bisschen hinbasteln. Dann kommen wir natürlich noch einmal auf die rechte Seite von Luigi. Was hat sich hier getan? Ihr wusstet ja, ich habe mir hier den Parkplatz hingezeichnet. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Macht ein gutes Bild, wenn er sich hier befindet, der Parkplatz. Ich glaube, auch in den meisten Folgen war der Parkplatz auch auf der rechten Seite. Ja, ein paar Fenster sind natürlich hier auf der Seite dazugekommen und hinten noch eine Klimaanlage. Da befindet sich auch dahinter der Kühlraum. Ne, damit das alles schön kühl gehalten wird, muss da ja eine fette Klimaanlage hin. Macht auch ein gutes Bild. Wäre doof, wenn die ganze Wand so ein bisschen kahl wäre. Ne? Auch hier so ein bisschen Backstein kann man sich überall dekorieren. Und schon sind wir auf der Vorderseite wieder angekommen und auch auf der anderen Seite habe ich mir noch so einen kleinen Blumenkasten oder einen Buschkasten hier einfach noch hin platziert. Und dann können wir eigentlich schon den Abstecher in Luigi's machen. Ja, dann wollen wir mal in Luigi's reingehen und da sind wir schon in der guten Pizzeria. Meistens saß ja die Mafia hier, dann konnte man die Tische ja, sag ich mal, auch noch alle zusammenstellen und dann hatte man eine riesengroße Festtafel für die Mafiosis, aber ansonsten auch, wenn man so hingeht, ne, waren ja mehrere Tische, die hatten manchmal entweder eine weiße Tischdecke oder halt diese Kachelmuster-Tischdecken, wo so weiß-rot so halt immer die Farben gehalten waren, hatten sie auch meistens bei den Fenstern überall so mit Gardinen, halt alle so ein bisschen in italienischer Farbe. Naja, ansonsten waren halt die Wände halt sehr grün gehalten und natürlich kam er dann von hier in alle anderen weiteren Räume rein. Ja, ein bisschen Buschwerk war oben drum an der Decke auch platziert bei Luigi's. Manchen Zehen sah man das da, manchen war es auch wieder weg, also von daher muss man sich mal ein bisschen austoben damit. Ja, ansonsten, was sah man noch so ein bisschen bei Luigi, waren auch viele Gemälde an den Seiten, war halt so der schiefe Turm von Pisa und sowas oder halt so ein paar römische Bilderchen hingen an der Wand, haben wir natürlich leider nicht mit gemäht, von daher müsste man so versuchen, sich irgendwelche Kombis hier ein bisschen hinzubasteln und vielleicht doch das Bild von Italien hier so ein bisschen hinzukriegen. Aber ansonsten wollen wir uns mal hier die weiteren Räume angucken und zwar, ich habe jetzt hier bei den Tischen, vielleicht kennt ihr das ja aus Filmen oder so, wenn ihr Leute besonders nicht gut riechen könnt und das ist jetzt, sag ich mal, euer Restaurant, könnt ihr die ja, sag ich mal, zu den Toiletten hinsetzen, weil hier sind die Toiletten und genau dazwischen habe ich einen Tisch mir gesetzt, weil wenn du echt ein paar Leute nicht gut riechen kannst, die setzen dann hier einfach zu den Toiletten und wenn immer die Leute rein und rauskommen, ihr kennt das ja vielleicht immer so aus Filmen, ne? Also ich finde das immer passend. Ja, ansonsten, wir haben jetzt hier einmal die Frauentoilette, ich habe das hier mal mit kleinen Strichmännchen mir so ein bisschen dargestellt hier, und dann gehen wir mal hier rein. So, die Frauentoilette oder die Mädchentoilette, auch wieder mit so einem richtigen Spiegel, dass man sich da drin spiegeln kann. Ich glaube, dem Spiegel sollte mal wieder einer putzen. Guck mal, die Wände, die sind ja gar nicht hier so violett, die sind ja mehr bläulich hier im Spiegel. Uiuiui. Ja, wir wollen natürlich noch einen kleinen Abstecher hier zu den Toiletten hier noch machen. Ich habe mich jetzt wieder für Trichtertoiletten entschieden. Ich habe ja sonst immer einen Räucherofen genommen, aber wir können ja nicht die ganze Zeit immer in einen Räucherofen kacken. Von daher nehme ich jetzt wieder Trichter. Ja, ansonsten sind wir dann mit dieser Mädchentoilette auch erstmal fertig. Jetzt gehen wir mal zu den Bubelis und wollen mal gucken, wie diese Toiletten aussehen. Natürlich habe ich hier oben auch wieder ein Strichmännchen gemacht, ne, zum Erkennen, was ist. Ja, dann kommen wir natürlich hier auf die Toilette. Alles, würde man sagen, so ein bisschen blau gehalten. Auch hier die Toiletten, Klobrille natürlich oben halten hier bei uns.
Ja, ansonsten auch hier wieder Spiegel. Man kann ja vielleicht auch, wenn man möchte, sich die Hände waschen und dann hast du hier auch ein bisschen Papier dafür. Hier auch so ein kleiner Mülleimer. Ja, ansonsten hier noch ein kleines Stehklo. Ne, sollte schon drin sein. Ja, und dann sind das hier auch unsere Toiletten. Da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. So, dann wollen wir mal den Abstecher weitermachen hier durchs Restaurant. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ich habe hier auch alles immer schön beschriftet. Das heißt, hier kommen wir jetzt natürlich in die Küche rein. Ist auch wieder aus einer Szene der Simpsons. Und zwar, Homer wollte mal sich die Vergangenheit vorlesen lassen oder lesen lassen aus einer Soße. Und zwar gab es bei Luigi den Koch, der konnte in der Küche aus dem Topf bei der Soße halt die Vergangenheit lesen. Ich habe ja auch extra mit einem Lagerfeuer gemacht, dass sie hier so richtig blubbert. Ja, und wenn man das natürlich nicht möchte, dann kann man sich, sag ich mal, ich nehme jetzt einfach mal hier so eine Steindruckplatte. Das kann ja vielleicht der Deckel sein hier vom Topf, ne? Und dann machst du es wieder zu. Ne, und dann kann man hier vielleicht die Vergangenheit lesen, wie Homer das getan hat. Ja, ansonsten habe ich mich halt sehr gerichtet, wie es so in der Folge aussah bei der Küche. Was habe ich mir so ein bisschen hier so gedacht, was kann man jetzt hier zubereiten? Natürlich eine Pizza, ne, hier ist so ein bisschen der Teig, wird ausgerollt. Dann wird er hier vielleicht mit den Zutaten belegt und dann kommt er hier natürlich am Ende in den Backofen. Ja, ansonsten, wenn natürlich der Platz eng sein sollte, man kann ja immer schön mit Gerüsten arbeiten, um sich Regale zu machen. Vielleicht auch hier in so eine Wand, halt kann man sich das machen und auf der Rückseite machst du dann Gemälde hin, dass es dann vielleicht auch so aussieht wie Zutaten oder so, ne. So kann man sich, sag ich mal, auf engen Raum auch hier immer platzieren. Ich habe natürlich hier, oh, das blubbert hier ganz schön, ich mache das nochmal zu. So, ich habe mir natürlich auch hier noch einen Waschbeckenbereich gemacht, sollte schon in der Küche vorhanden sein, dass man das dreckige Geschirr auch wieder sauber kriegt. Kann man sich vielleicht so vorstellen, hier ist so ein bisschen dreckiges Geschirr, das wäscht man und dann packt man das hier in die Kiste rein und dann kann man die Kiste wieder ins Regal packen. Ne, ich denke mal, Luigi, der hat ja Massengeschirr, ne? Hier kommen ja nicht nur ein, zwei Familien immer essen, hier kommen ja mehrere Leute immer täglich hin, die wollen natürlich auch immer sauberes Besteck und alles haben. Ja, ansonsten kommt man natürlich hier von der Küche in den Kühlraum. Wir haben hier keinen fetten Kühlschrank, wir haben natürlich einen großen Kühlraum, wo sich alles befindet, wo man alle Zutaten halt bekommt. Ja, aber zum Kühlraum brauche ich nicht allzu viel sagen. Man kann sich natürlich ein bisschen Eis hier platzieren, damit man sieht, dass hier auch ein bisschen hier alles ein bisschen kalt ist, dass hier auch nichts hier verdirbt, wenn es zu warm wird. Ja, ansonsten haben wir dann den Kühlraum damit auch abgeschlossen. Dann sind wir hier wieder in unserer Küche und dann kommt man auch von der Küche in einen Flurbereich hier rein. Hier stehen auch noch ein paar Fässer und Kisten halt, wo ein paar Zutaten oder sowas sind. Nur können ja sein, dass die gerade angeliefert worden sind. Ja, ansonsten, was gibt's hier noch so? Hier haben wir natürlich einen Pausenraum. Ich glaube, für jeden Betrieb sollte ein Pausenraum Pflicht sein. Was befindet sich immer in so einem Pausenraum? Natürlich eine Sitzecke, wo die Mitarbeiter essen können. Vielleicht auch eine kleine Küchenzeile, wo sie sich auch einen Kaffee machen können. Vielleicht auch Essen von zu Hause mitbringen können. Ist bestimmt auch alles beschriftet im Kühlschrank. Ne, ihr wisst ja, wenn ihr da mal was Falsches mitnimmt, da aus dem Kühlschrank, dann oh, oh. Ja, aber ansonsten, ein kleiner Pausenraum. So, dann wollen wir mal weitergehen. Ja, dann gehen wir mal weiter hier im Flur und zwar gibt es auch in unserem Restaurant ein kleines Büro für Luigi. Er ist ja der Geschäftsführer von Luigi's und von daher sollte er sein Büro haben. Denkt nach, es macht hier ein paar Vorstellungsgespräche oder so, ne, hier ein paar Bewerbungen. Wenn hier so Leute bei ihm arbeiten wollen, da braucht er ja alles. Er muss natürlich auch gucken, dass das Restaurant immer Gewinn abwirft am Ende des Monats, sonst wird es sich ja auch nicht rendieren. Ja, von daher hat er hier sein kleines Bürochen und ja, ich weiß nicht, was kann man zum Büro sagen, ne, ein Schreibtisch sollte drin sein. Regale mäßig. Na, er hat ja auch noch hier sein Outfit, ne, sein Kochoutfit. Ja, und dann sind wir eigentlich hier schon bei Luigi's eigentlich komplett durch. Das habe ich mir so ein bisschen alles hier ein bisschen reingebastelt. Ich kann ja nochmal hier einmal rausgehen. Hier haben wir auch nochmal nur für Personal. Hier kommt man ja, wie gesagt, in den Flurbereich mit Pausenraum und von Luigi sein Büro. Von daher ist das halt nur für Personal. Dann haben wir hier mit Luigi's natürlich auch wieder abgeschlossen. Ich mache nochmal extra für dich hier einen kleinen Rundumflug, damit man sich Luigi nochmal hier von draußen, von allen Seiten nochmal kurz angucken kann. Aber ansonsten jetzt nach Luigi stellt sich wie immer die bekannteste Frage bei mir. Was baue ich denn als nächstes? Ja, es sind zwar genug Vorschläge schon da, aber ich möchte mir noch nichts raussuchen. Ich muss mal selber gucken, auf was ich so Lust habe. Ich gucke mir vielleicht wieder ein paar Simpsons-Folgen an. Vielleicht entdecke ich ja ein Gebäude, was ich dann sagen muss, ey, das brauchen wir unbedingt jetzt. Aber ansonsten lasse ich mir erstmal alles offen und schau mal, worauf ich Lust habe. Ja, dann stelle ich mich vor Luigi natürlich hier wieder einmal Safety hin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Einrichten, wenn du es noch nicht getan hast. Aber ansonsten, wenn ich Safety stehe, sage ich nur eins zu dir und zwar ganz einfach, tschüss.